Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz in einem etwas erweiterten Rahmen. Und warum das so ist, erklärt jetzt der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch, bitte. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin sehr froh, dass heute Partei- und Fraktionsführung der Linken unseren Kandidaten für die Bundesversammlung präsentieren können. Wir freuen uns, dass Professor Dr. Christoph Butterwege hier steht. Er wird der Kandidat der Linken sein. Wir haben sowohl in der Fraktion einstimmig als auch vor einem geschäftsführenden Vorstand diese Entscheidung getroffen. Demokratie lebt von der Alternative. Wir sind der Überzeugung, dass Christoph Butterwege eine hervorragende Alternative in der Bundesversammlung ist. Er ist renommierter Armutsforscher, hat sich mit Rechtsextremismus befasst, mit vielen anderen Themen. Er steht für sozialen Zusammenhalt. Deshalb, unsere Freude ist groß. Wir sind stolz, einen solchen Kandidaten zu haben. Dankeschön. Danke, bitte Katja Kipping. Ja, ich bin froh, dass wir Ihnen hier zu viert einen Kandidaten präsentieren, der in den Gremien und in der Fraktion einstimmig nominiert wurde. Wir haben von Anfang an vorgeschlagen, dass es eine Kandidatur gibt, die ein wirkliches Zeichen setzt für soziale Gerechtigkeit, Weltoffenheit und Frieden. SPD hat sich gegen eine gemeinsame Kandidatur entschieden und insofern unterbreiten wir jetzt mit Professor Christoph Butterwege einen Namen, eine Person, die ganz deutlich macht, es gibt hierzulande eine wirkliche Alternative jenseits des neoliberalen Weiter-so und jenseits des Rechtsrucks. Und insofern sind wir sehr froh über die Bereitschaft von Professor Christoph Butterwege, hier zu kandidieren und dieses Zeichen mit uns zu setzen. Bitte Sarah Wagenknecht. Ja, dieses Land driftet seit vielen Jahren sozial immer weiter auseinander. Wir haben eine wachsende Ungleichheit. Immer mehr Menschen können von ihrer Arbeit nicht leben oder haben vielleicht auch gar keine. Armut wächst, Reichtum wächst auf der anderen Seite auch. Und natürlich ist es wichtig, dass das haben wir immer gesagt, ein Bundespräsident auch zu einem zentralen Thema macht. Frank-Walter Steinmeier ist nicht nur der Agenda 2010-Architekt, sondern er steht eben auch für das Weiter-so der Großen Koalition und damit für das Weiter-so einer unsozialen Politik. Und deswegen freue ich mich auch ausdrücklich, dass Christoph Butterwege als profilierter Armutsforscher, als profilierter Kritiker der Agenda 2010 bereit war, hier eine wirkliche Alternative zu verkörpern und wir ihn gemeinsam vorschlagen heute. Wir finden das wirklich eine großartige Sache, weil es hat schon Dietmar gesagt, Demokratie braucht Alternative und eine Bundesversammlung, die im Grunde gar keine Auswahl hat, wo sich alles großkoalitionär vorher geeinigt hat, auch FDP und Grüne offenbar dafür sind, eine solche Bundesversammlung würde Demokratie und auch Wahl zur Farce machen. Und wir haben da jetzt ein bisschen frische Luft reingebracht. Herr Drixinger. Ja, ich bin auch sehr erleichtert. Es war völlig klar, wir wollten einen gemeinsamen Kandidaten von Rot-Rot-Grün. Da hat die SPD nicht mitgespielt, auch die Grünen haben rumgeeiert. Frank-Walter Steinmeier war kein Angebot an uns, es war ein Angebot an die CDU, CSU. Das hat sich jetzt auch bestätigt, er ist ein Kandidat der Großen Koalition. Dazu brauchen wir klare Alternativen mit einem gänzlich anderen Programm. Die Demokratie lebt von Alternativen. Christoph Butterwege repräsentiert diese Alternative Weltoffenheit, friedensliebend und sozial gerecht. Und es besteht somit die Gelegenheit, bis zur Bundespräsidentenwahl diese Themen in den Vordergrund zu rücken. Wir glauben, dass die sozialen Fragen zentral sind, dass es auch die soziale Spaltung im Land ein Nährboden für die Rechten und Rechtspopulisten ist. Da eine klare Alternative zu präsentieren, ist ein Vorteil, ein Fortschritt für die Demokratie. Wir sind stolz darauf, dass uns das gelungen ist. Ja, ich bedanke mich für das Vertrauen. Vor allen Dingen freue ich mich über die Einmütigkeit, mit der mich die Linke nominiert hat. Ich will versuchen, diesem Vertrauen gerecht zu werden. Ich werde mich natürlich besonders bemühen, auf die Probleme hinzuweisen, mit denen ich mich in den vergangenen Jahren so intensiv beschäftigt habe. Das ist ganz zuvorderst sicherlich die Spaltung in Arm und Reich. Wer über die Armut spricht, muss auch über den Reichtum sprechen. Deswegen will ich eine Zahl nennen.
das reichste Geschwisterpaar der Bundesrepublik, Susanne Klatten und Stefan Quandt, haben im Mai dieses Jahres eine Rekorddividende bei BMW in Höhe von 994,7 Millionen Euro bezogen. Das ist sozusagen wirklicher Reichtum. Natürlich gibt es auch sehr, sehr hohe Managergehälter, aber den wirklichen Reichtum in unserem Land, den vereinen vor allen Dingen Familienaufsicht, die bei uns immer als Familienunternehmer bezeichnet werden, in anderen Ländern aber mit dem Namen der Oligarchen bezeichnet werden. Diese Reichtumskonzentration ist ein Problem, das eng verknüpft ist damit, dass sich die Armut bis in die Mitte der Gesellschaft hinein auszubreiten droht. Ich will auch da so ein paar Zahlen nennen. 20,2% aller Menschen in unserem Land haben nach Auskunft des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kein Vermögen. 7,4% haben sogar ein negatives Vermögen, das heißt mehr Schulden als Vermögen. Und das bedeutet eben, dass über 20 Millionen Menschen im Land im Grunde nur eine schwere Krankheit oder eine Kündigung von der Armut entfernt sind, weil sie nichts auf der hohen Kante haben. 10% aller Menschen sind überschuldet. Das zeigt deutlich, dass auf der einen Seite die sozialen Nöte sich ausbreiten und auf der anderen Seite eben ein unvorstellbarer Reichtum sich in wenigen Händen konzentriert. Darauf will ich hinweisen. Ich will aber auch deutlich machen, dass aus dieser sozialen Spaltung des Landes eine politische Zerrissenheit resultiert, die sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass die sozial Abgehängten, dass die Finanzschwachen, dass diejenigen, die Hartz IV beziehen, immer weniger sich an Wahlen beteiligen, dass auf der anderen Seite aber diejenigen, die wohlhabend und reich sind, sehr wohl an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen teilnehmen. Daraus resultiert eine politische Repräsentationskrise, weil eben die Demokratie davon lebt, dass alle Bevölkerungsschichten sich beteiligen und in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Davon profitieren, dass das nicht der Fall ist, profitieren rechtspopulistische Demagogen. Und auch das ist, denke ich, eine Folge der sozialen Spaltung unseres Landes. Dem entgegenzuwirken, wäre die Aufgabe der etablierten Parteien. Wenn sie dem nicht gerecht werden, muss ein Bundespräsident oder in meinem Falle ein Bundespräsidentschaftskandidat die Öffentlichkeit für diese Probleme sensibilisieren. Und ich würde diesen sozialen Problemen und dieser sozialen Zerrissenheit entgegensetzen einer Agenda der Solidarität für eine inklusive Gesellschaft, wobei Inklusion eben für mich nicht nur ein sonderpädagogisches Prinzip ist, behinderte Menschen in die Gesellschaft aufzunehmen, sondern es ist für mich ein gesellschaftspolitisches Leitbild, dass sich die Gesellschaft öffnen muss für ethnische Minderheiten, für sozial Benachteiligte, für andere Minderheiten in unserem Land. Und Inklusion heißt eben, die Gesellschaft muss sich verändern. Sie darf nicht erwarten im Sinne der Integration oder sogar der Assimilation, dass die anderen sich anpassen an die Gesellschaft, sondern die Gesellschaft muss erkennen, dass sie mehr Solidarität, mehr soziales Verantwortungsbewusstsein und auch mehr soziale Gerechtigkeit braucht. Und ich finde, es wäre die Aufgabe des neuen Bundespräsidenten, diese Agenda auf die Tagesordnung zu setzen, dafür zu werben, dass ein Ruck durch unser Land geht. Nicht ein Ruck, wie Roman Herzog ihn eingefordert hat, im Sinne einer neoliberalen Agenda, sondern ein Ruck genau in die entgegengesetzte Richtung für mehr Solidarität, mehr soziales Verantwortungsbewusstsein und sozialen Ausgleich. Vielen Dank. Danke auch, Christoph Buderwege. Gibt es Nachfragen? Bitte. Herr Professor Buderwege, Wegener, dpa, wie finden Sie denn eigentlich Herrn Steinmeier? Ich begründe meine Kandidatur ja nicht durch eine Gegenkandidatur, aber wie es sich so ergeben hat, sind wir zwei Personen, die unterschiedliche sozialpolitische Vorstellungen ganz offensichtlich verkörpern. Ich trete ein für einen aktiven Sozialstaat. Er hat mit der Agenda 2010 den Sozialstaat verändert in Richtung eines aktivierenden Sozialstaates. Also das heißt, die Agenda, die Hartz-Gesetze, auch die Riester- und Rürup-Reform haben unser Land nicht sozial gerechter gemacht, nicht humaner, nicht solidarischer. Und ich trete dafür ein, deswegen auch diese Politik zu verlassen im Sinne
einer Politik, die eben nicht versucht, noch mehr Wettbewerbsfähigkeit, noch mehr Leistungsdruck, noch mehr Konkurrenz in der Gesellschaft auszuleben, sondern sich zu besinnen auf andere Werte, nämlich der Mitmenschlichkeit, der Empathie, all dessen, was für mich auch mal sozialdemokratische Politik war. Herr Schärfer. Sie haben gerade ausführlich beschrieben, wofür Sie eintreten wollen. Wie wollen Sie dafür eintreten? Wollen Sie rundreisen durch die Landesverbände? Gibt es da Absprachen mit der Linken, dass Sie in Kreisverbände, Ortsvereine, sonst wohin gehen? Oder wie soll das aussehen? Also ich werde aufgrund der Tatsache, dass ich einen einjährigen Sohn habe, der natürlich noch einer sehr intensiven Betreuung bedarf, und eine achtjährige Tochter, schon aufgrund meiner familiären Situation werde ich nicht die ganze Bundesrepublik bereisen können, aber ich werde mich natürlich bemühen, in dem Rahmen, wie das möglich ist, überall für dieses Programm zu werben. Und ich hoffe natürlich, dies auch tun zu können über die Medien. Das sehe ich als meine Aufgabe an bis zum 12. Februar, bis zur Bundesversammlung. Und ich finde, allein das spricht auch für Professor Christoph Butterwegge, dass er ein moderner Vater ist, der mit einer Selbstverständlichkeit Erziehungsarbeit übernimmt. Das kommt ja vielleicht auch nicht bei allen Politikern vor. So, dann Frau Schwietzer, bitte. Das ist vielleicht auch ein jetzt erst recht. Sie haben ja am Anfang abgewartet, einen eigenen Kandidaten überhaupt aufzustellen. Ein Zeichen an die SPD zu sagen, man hätte ja einen gemeinsamen Kandidaten suchen können, aber dann gehen wir jetzt unseren eigenen Weg. Ja, na klar, unsere Position war, nachdem Joachim Gauck gesagt hat, dass er nicht wieder kandidiert, dass wir uns gerne einen Mitte-Links-Kandidaten gewünscht hätten. Das wäre gut gewesen. Das wäre auch für die Gesellschaft ein gutes Zeichen gewesen. Hier hat sich die Sozialdemokratie anders entschieden und hat einen Kandidat, der von der CSU und von der CDU getragen wird, aufgestellt. Und von da an war klar, es braucht eine Alternative. Und diese Alternative präsentieren wir heute, weil selbst wenn es hohe Zustimmungswerte gibt, es gibt einen relevanten Teil, wo es keine Zustimmungswerte gibt. Und das ist Sinn von Demokratie. Und der Christoph Butterwegge ist ein Angebot auch an andere Wahlmänner und Wahlfrauen. Herr Professor Butterwegge, wie beurteilen Sie denn außenpolitisch beispielsweise das Verteidigungsbündnis der NATO? Wie stehen Sie dazu? Und wie beurteilen Sie den Krieg in Syrien und die russischen Bombardements in Aleppo? Jetzt ist die Außenpolitik nicht mein bevorzugtes Politikfeld, aber was die NATO angeht, und ich weiß, da schwingt dann die Frage des NATO-Austritts mit, ich bin der Überzeugung, worauf wir hinarbeiten müssten, und das gilt natürlich ganz besonders für eine Regierung, wie immer die im nächsten Jahr aussehen wird, ist ein kollektives Sicherheitssystem zu schaffen, wo es möglich wird, die NATO aufzulösen. Die NATO ist für mich ein Relikt des Kalten Krieges, und ich finde, wir sollten nicht zurückfallen in die Schützengräben des Kalten Krieges, sondern wir sollten versuchen, mit Russland zusammen eine Sicherheitsarchitektur in Europa aufzubauen, die es ermöglicht, aus diesen Konfrontationen und konfrontativen Situationen herauszukommen. Also darin sehe ich die Aufgabe der Bundesrepublik, hier vermitteln zu wirken. Was in Syrien passiert, erschreckt mich natürlich genauso wie alle anderen Menschen, glaube ich, die diesen Bürgerkrieg und die kriegerischen Auseinandersetzungen da sehen. Und ich würde mir sehnlichst wünschen, dass da schnellstmöglich ein Friedensschluss gelingt. Das ist aber, glaube ich, nur möglich, indem man mit allen Kriegsparteien sich zusammensetzt an einen Tisch und von allen Seiten man sich bemüht, dem Morden, dem Töten dort ein Ende zu setzen. Bitte, Herr Kuhn. Sie sind ja bisher nicht Parteimitglied. Wollen Sie Parteimitglied werden? Ich bin im Jahr 2005 aus Protest gegen die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze und auch die Große Koalition, die damals gebildet wurde unter Angela Merkel, obwohl es auch eine andere Mehrheit im Deutschen Bundestag gegeben hätte, aus der SPD ausgetreten. Und ich habe mich dann keiner anderen Partei angeschlossen, weil ich der Meinung war, ich vertrete eigentlich weiter auch sozialdemokratische Grundwerte. Nicht ich habe mich von der SPD abgewandt, sondern die SPD hat sich im Grunde abgewandt von ihren Traditionen, von ihren Grundwerten der sozialen Gerechtigkeit, indem sie Gesetze gemacht hat, die vor allen Dingen die sozial Abgehängten getroffen hat. Und ich will doch noch mal etwas zur Agenda 2010 sagen. Die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze haben ein solches Mehr an sozialer Kälte in unserer Gesellschaft geschaffen.
dass Menschen, die diese Leistungen beziehen, Hartz IV, Harzer genannt, dass die verachtet werden, verächtlich gemacht werden, dass die als Drückeberger, als Faulenzer, als Sozialschmarotzer diffamiert werden. Das hat mich zutiefst erschreckt und das war eine zwangsläufige Folge einer Politik, die darauf gerichtet war, die Bundesrepublik als Wirtschaftsstandort im neoliberalen Sinne noch konkurrenzfähiger zu machen, die aber überhaupt keine Rücksicht genommen hat auf die sozial Abgehängten und auf diejenigen, die dadurch getroffen wurden. Und das waren natürlich auch Belegschaften, das waren Betriebsräte, das waren Gewerkschaften, die nämlich durch diese Hartz-Gesetze gezwungen werden sollten, schlechtere Arbeitsbedingungen, Dankeschön, ich bin leider etwas erkältet, schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne zu akzeptieren. Und weil nicht ich die SPD verlassen habe, sondern sie in dieser Zeit der rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder, mit dem ich mal zusammen Juso-Arbeit gemacht hatte, deswegen habe ich eigentlich damals keinen Anlass gesehen, die Partei zu wechseln. Ich habe aber von vornherein erklärt, dass diese Vorstellungen, wie ich sie damals hatte und wie sie auch früher in der SPD allgemein gut waren, dass diese Vorstellungen jetzt am ehesten mit der Linken zu verwirklichen wären. Und das ist auch heute noch meine Position. Ich glaube, dass ich als parteiloser Wissenschaftler ganz gut selber die gesellschaftspolitischen Positionen vertreten kann, die ich damals in der SPD vertreten habe. Und ich sehe jetzt unmittelbar keinen Anlass, bei der Linken einzutreten, die das auch nicht von mir verlangt. Herr Schärfer, noch mal bitte. Oh. Aber wir haben immer noch einen Eindruck. Angesichts der Beschreibung, die Sie hier gerade gemacht haben, was das Land angeht, warum profitiert die Linke bei den Wählerinnen und Wählern nicht stärker, als sie das tatsächlich tut? Spricht die Partei die von Ihnen benachteiligte Klientel nicht deutlich genug an oder was denken Sie? Also das hat sicherlich einmal zu tun damit, dass der Linken eher als anderen Parteien anhängt, keine normale Partei zu sein. Dass viele Menschen auch noch vielleicht geprägt sind durch den Kalten Krieg und die ideologischen Auseinandersetzungen, die da geführt werden. Das hat aber auch damit zu tun, dass ja nicht die Armen im Grunde diejenigen sind, die zum Rechtspopulismus neigen oder die AfD wählen, sondern sind meistens eher Menschen aus der Mittelschicht, die Angst haben vor dem sozialen Abstieg und die deshalb glauben, den etablierten Parteien nicht mehr folgen zu können. Und da ist es, glaube ich, naheliegend, dass jemand, der diese Angst hat, der aber aus der Mittelschicht kommt, dass der im Grunde die Leistungsideologie zum Beispiel dieser Gesellschaft, wer viel leistet, der und fleißig ist, der kann sozial aufsteigen. Diese Vision oder diese Vorstellung, diesen Wunsch, den hat man noch im Kopf und man wählt eben den Weg, nach unten zu treten. Ich nenne das die Radfahrermethode à la Thilo Sarrazin. Man fühlt sich wohler, wenn man in der zwischen oben und unten zerrieben zu werdenden Mittelschicht, wenn man noch jemanden hat, der unter einem steht. Und wer das Buch von Thilo Sarrazin liest, für das ich jetzt nicht werben will, der sieht, dass da die Migrantinnen und Migranten muslimischen Glaubens diejenigen sind, die für weniger intelligent erklärt werden, die verteufelt werden, über die man sich erhebt. Und ich glaube, diese sozialdarwinistische Ausrichtung und auch rassistische Ideologien, die werden Menschen eher veranlassen, sich nach rechts zu wenden, rechtspopulistischen Parteien zuzuwenden und eben nicht, was eigentlich sinnvoll wäre, sicher, ihre sozialen Probleme lösen zu wollen mit der Linken. So, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann bedanken wir uns für Ihr Kommen, wünschen noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.